Es bedeutet für mich, dass ich irgendwann den Monat vorher nervös werde und mir Fragen stelle, wie gehe ich eigentlich oft genug in die Synagoge? Könnte ich öfter in die Synagoge gehen? Und dann fange ich an, darüber nachzudenken, okay, welchen Menschen habe ich wehgetan, welchen Menschen habe ich etwas versprochen und es nicht eingehalten. Und in diesem Jahr war es wirklich so, dass mir seit dem letzten Jahr etwas auf der Seele gelegen ist. Und jetzt in dem Monat vor Rosh Hashanah habe ich das endlich bereinigt. Bei anderen Konflikten mit anderen Menschen denke ich darüber nach, macht das Sinn, das zu bereinigen, oder wäre das dann eine Grenzverletzung in meine Richtung? Lässt sich da noch was bereinigen? Soll ich das lassen oder soll ich das versuchen? Also es ist hauptsächlich ein darüber nachdenken, wie meine Beziehungen zu meinen Mitmenschen momentan sind und auch zu Gott und was ich daran verändern will und verändern kann. Nach Rosh Hashanah gibt es ja dann Yom Kippur, wenige Tage danach. Was bedeutet für dich diese Verbindung dieser beiden Tage? Ich glaube, für mich bedeutet die Verbindung, dass es nicht so ist, dass das neue Jahr beginnt und jetzt ist alles neu und alles andere ist in der Vergangenheit, sondern du beginnst das neue Jahr damit, dass du jetzt die Dinge besser in Ordnung bringst und dann nach Yom Kippur bist du eigentlich erst wirklich frei, wenn du diese 10 Tage dazwischen gut genutzt hast, um eben mit deinen Mitmenschen wieder ins Reine zu kommen. Dann konzentrierst du dich hingebungsvoll auf deine Beziehung mit Gott und dann bist du frei, in ein neues Jahr zu starten. Aber es ist nicht so wie Silvester, dass du dich frenetisch jubelnd irgendwo antrinkst und du denkst, juhu, ab jetzt ist alles anders, sondern nein, das neue Jahr beginnt und dann schaust du auf alles zurück und dann hast du die Möglichkeit, es anders zu machen.